Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Greedfall. Ja, in der letzten Folge haben wir ein bisschen was getan, ein bisschen was gemacht und jetzt gucken wir mal bitte, was hat das? Die Quest. Bin gar nicht auf Quests. Das will ich nicht. Familientreffen? Nein. Was ist das mit dem? Okay, dann geht das scheinbar erst später weiter. Ja, was wollen wir denn jetzt machen? Ich würde sagen, dann gehe ich jetzt mal noch dieses Gebiet hier so ein bisschen ab. Gucken wir mal, was da noch so ist. Hier rechts hoch. Weil wenn, ihr kennt mich, diesen Wald müssen wir erst fertig haben, wenigstens einmal erkundet, bevor wir gehen. Eventuell finden wir noch ein paar Füchse. Ja. Wie schieße ich denn auf die Füchse? Ich habe gerade auf meine 2 gedrückt, wo die Pistole ist, aber es hat nicht funktioniert. Ich höre hier Frösche, aber ich war doch gar kein Wasser. Treten macht halt echt keinen Schaden, ne? Ist eigentlich nur gegen Menschen gut. Und oder wir müssen mit Ciara noch mal sprechen. Karanz, do you need something? Ich rede mit einem Busch. I'm sorry about what happened to your mother. How are you feeling? Unwell? I am angry. And I feel an immense void within me. I blame myself for not having been on this battlefield with her. Ja gut, man versteht das natürlich, ne? Ihr sagen, dass du sie verstehst. And I'm really sorry. I wish I could have arrived here in time to prevent this war. Thank you, Honol Manawi, but it was too late. I should have realized this and stayed by my mother's side. Anything else? Nee. I must leave you. Ich hätte mir vielleicht einen besseren Platz aussuchen sollen. Zum Quatschen. Alzen. Busch. So. Das müsste ja eigentlich letztendlich auch ein Weg sein zum Schlachtfeld, ne? Das war der längere Weg. Hä? Wo ist er denn jetzt hin? Wie kann man runterkommen? Aua. Ich bin gerade nicht auf die richtige Taste gekommen. Okay, da geht's hoch. Alles her. Jetzt gehen wir aber erstmal in die Richtung. Okay.
scheint eine Spur aus Leichen zu sein. Was hat nämlich denn gerade Akku? War nochmal eine Spur, die mich zum Schlachtfeld führte, ne? Okay, hier haben wir ja schon alles. Aber wir wollen jetzt nach da oben. Vielleicht gibt es hier noch ein bisschen Loot. Dann müssen wir echt mal anfangen, unsere Leute auch ein bisschen mit Equip zu belagern, wenn wir das nächste Mal wieder voll sind, würde ich sagen. Dann gucken wir einfach mal. Hey, hallo, ho. To my health and death to the others. Scheine auch bloß mich selber heilen zu können. So, dann würde ich auf jeden Fall demnächst, glaube ich, die Quest von Kurt weitermachen. Oder erstmal unsere von unseren Leuten halt die Quests machen. Was ist das? Ja. Ich sehe da etwas, was ich nicht mag. Die Dinger hier. Oh, ist das stark. Komm, einen erstmal weg. Aua. So. Opsi. Ist der bei? Ist das hier? Du hast auch noch irgendwas Schönes für mich. Nee. Nicht wirklich. Okay, was ist das hier? Noch mehr Biester. Oh. Oh nein, ich sehe, was das ist. Das sind die eulen Viecher, die so unendlich viel Rüstung haben. Die müssen wir natürlich erstmal... Alter, fuck. Heil dich lieber selber, Fiora. Sior, entschuldige. Boah, Level up. Den lassen wir mal ganz kurz. Wir holen uns erst den hier. Aua. So, und der Bär noch. Meine Güte. Jetzt will ich hier aber mächtig was haben eigentlich. Kann ich hier rein? Okay, wir gehen nochmal ganz kurz raus. Ich will mich hier erst nochmal kurz umschauen. Boah, ist auf beiden Seiten, ne? Aua. Du
Das sind auch noch so neuen Spuckviecher hier wieder mit Gift, ne? Aber ich habe keine Rüstung mehr. Weg mit euch. Hab ich alle? Nein, habe ich nicht. Aber auch den kriegen wir noch kaputt. Okay, unversehrtes Herz. Was ist denn das jetzt? Erstmal die Alten, die anderen hier. Aua. Ich sehe nichts. Fuck, der ist echt stark. So. Komm, ich krieg den. Oh. Leck mich fett. Oh, ein Rubin. Ein Rubin ist natürlich echt geil. Ich habe jetzt Angst, dass wenn ich da jetzt wieder rangehe, dass da jetzt noch mehr kommt. Okay, hier ist auch noch Loot. Ich muss jetzt sagen, ich habe hier ein bisschen mehr erwartet. Gut, aber vielleicht ist in der Höhle der Rest, ne? Ich meine, die waren schon ziemlich fett, die Viecher. Warum habe ich schon wieder diese Kampf... Oh nein! Ja, ich weiß. Aber das falsche Schwert. Wir laufen einmal kurz weg. Wir müssen uns ganz kurz erholen. Weil meine Rüstung, wie ihr oben seht, die lädt sich erst langsam wieder auf. Und ich glaube, ich brauche hier echt volle Rüstung in dem Kampf. Wir warten einfach mal ganz kurz. Okay, das habe ich schon dir gegeben. Ja, aber das ist wesentlich stärker. Auch wenn sie eventuell nicht das tragen möchte, aber muss sie. Muss ich jetzt mal... Ich muss sie jetzt leider mal ein bisschen hier... aufrüsten. Okay. Immer. Mal bei Kurt noch irgendwas machen. Wir haben Kurt schon so einen fetten Hammer gegeben. Ist der noch besser? Nee. Leute, sieht aus wie ein Tintenfisch. Und ein Hut besser. Er hat jetzt ausgerüstet Magie-Regeneration. Der zaubert doch nicht, ne? Lebenspunkte-Regeneration ist, glaube ich, besser für ihn. Das ist ja unsere Rüstung. Ich meine, klar könnte er die jetzt tragen. Aber dann müssen wir ihm jedes Mal... Oh ne, guck mal, sein hat auch Schlossknacken plus 1. Ist ja vollkommen egal. Hauptsache, wir haben 1 für Schlossknacken. Okay. Jetzt sind wir ein bisschen stärker. Zurück ans Werk. Er
besser mit der Spezialattacke den gleich töten. Den wieder einfrieren, auch wenn das immer nicht lange hält. Move away! Things are about to get dicey! Ja, jetzt haben wir ihn gleich. Aua! Super, krieg ich jetzt noch einen Rubin, bitte? Nee. Verdammt. Ärgerlich. Hätte gern noch einen Rubin gehabt. Aber gut, so haben wir gleich die Chance genutzt, um unsere Leute mal aufzuwerten. Oh, sieht das geil aus. Was ist das? Sieht das cool aus? Und ich kann hier nichts machen? Gott, ey, das... Es sieht einfach so aus wie die Stätte, wo wir nachher Sioras Mutter eventuell hinbringen müssen. Sieht hier einfach so nach ritualmäßig aus. Deshalb kommt mir so dieser Gedanke. Okay, wir biegen jetzt rechts ab. Dann können wir den Wald hier auch gleich hinter uns lassen. Wie gesagt, ich habe immer gern alles erkundet. Dann sehe ich für spätere Quests halt auch gleich immer, wo ich hin muss und... Aha, seid ihr die Banditen, die ich laut eines Zettels töten muss? Okay, scheint so. Oh, der hat mich getroffen, mein Spezialangriff eben. Ist auch eine eingeborene Hütte. Komm mal raus hier aus dem Klautschen. So. Mein Zeug habe ich. Und jetzt? Gibt's hier nichts weiter. Aber es waren doch die Banditen, die sich in der Nähe der verlassenen Ruinen niedergelassen haben. Kann ich diese Quest irgendwie nochmal auswählen? Bevor sie an den Außenposten geliefert werden konnten, diese Missetat kann nicht ungestraft bleiben, denn unser Lager braucht Vorräte. Tötet also die Gesetzlosen und ihr könnt die Ladung als Belohnung behalten. Sollte in der Nähe der Ruinen sein. Fette Vieh schon mal weg gleich. Ich meine, die machen ja hier echt nichts mehr. Ich glaube, hier sind wir ganz gut gegen die aufgestellt. Aber die Mission ist doch noch nicht abgeschlossen. Hier vielleicht noch weiter rein? Oder wo haben die ihr Lager? Hier ist schon wieder das Schlachtfeld, ne? Und hier sind die alten Ruinen, ich meine. Na, los. Ich weiß nicht, ob man das hier wirklich kämpfen muss, die ganze Zeit hier. Move away.
diesem Schlachtfeld zu kämpfen, ist halt jetzt echt so nutzlos. Hier sind die Banditen, sind nicht auf dem Schlachtfeld. Vorne die Ecke fehlt uns noch. Aber da ist auch, da sind Ruinen da. Gut. Aber jetzt haben wir fast alles, ne? Wir müssen jetzt so die rechte Seite erkunden. Meine Güte. Dieses Gebiet hier ist aber auch ellenlang. Alles andere habe ich 2 Folgen gebraucht, so gefühlt. Und hier sitze ich jetzt schon die... dritte Folge? Dritte Folge, glaube ich, jetzt mittlerweile schon. Ich habe auch einfach so viel zu kämpfen. Es dauert natürlich alles. Hier gerade irgendwas, ne. So, was ist da hinten noch? Hier liegt so ein komischer Blätter- und Holzhaufen. Ach ne, das ist Wurzel. Prachtvolle Feder. Ich habe einen Fuchs getroffen. Arzt. Wir nehmen alles mit. Ja, hier sind die. Und ich hätte ja gedacht, dass das hier die Banditos waren. Da hinten in der Ecke waren wir doch auch schon, ne? Ja, da war der Ex, der war der Fertigkeitenpunkt. In der Nähe der Ruinen. Jetzt wie viele Viecher hier überall sitzen. Das ist einfach der Wahnsinn. Kannst du nicht mehr so einfach lang spazieren? Seid ihr die Banditen, die ich töten muss? Du willst schießen? Fall wieder hin. So. Oh. Da war irgendeine blaue Rüstung bei. Kiefernharz. Ja, in die Richtung waren wir jetzt noch. Was zur Hölle? Wie viele Fragezeichen sind denn da noch? Gut, Freunde, ich würde sagen, wir sind schon wieder nahe eines Kampfes. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir die Karte dann endgültig hoffentlich erkunden. Scheinbar. Das ist echt gigantisch, aber hier scheint noch ein ganzes Stück zu sein. Also bis denn dann, ne? Ciao, ciao!